Hallo liebe Modellbahnfreunde, hier ist wieder euer Aquapainter aka Uli. Und zwar mit dem fünften Teil meiner Steampunk-Anlage im Aufbau. Hier sehen wir mal ganz kurz ein kleines Bildchen, was zum Schluss noch als Endvideo reingespielt werden wird. Und zwar habe ich ja mich jetzt darum gekümmert, dass die Strecke hier oben ja mit Kork ausgeschlagen wird und oder unterfüttert wird, ausgeschlagen vielleicht weniger, unterfüttert wird und das alles jetzt hier sauber läuft. Ja, hier sehen wir jetzt übrigens, wie ich den Keil baue, der den oberen Teil, wer sich erinnert an das letzte Video, ich habe ja auch einen sehr netten Kommentar dazu bekommen, da war dies, da ist geschwebt, das Gleis. Das habe ich ja auch gesehen, das ist mir ja völlig klar. Da hatte ich ja so kleine Schienenstückchen drunter gepackt, dass es halbwegs sauber läuft. Und jetzt kommt natürlich entsprechend der Keil drunter, dass das Ganze dann sauber oben läuft. Ja, das habe ich da mit dem Bandschleifer versucht, da ordentlich in Form zu kriegen und zu machen. Hier ist es, das habe ich auch schon jetzt geklebt. Hier sehen wir es, wie es dann eingepasst wird. Passt recht gut. Und somit sind wir dann auch dieses... Hier sieht man ganz gut übrigens, wie das Gleis da oben so schwebt jetzt da, ne? Also rechts da unterhalb von der roten Klammer. Ach ja, weil ich gerade sehe, da oben in der Ecke, da steht jetzt übrigens ein 3x oder ein 3-mal. Das bedeutet an dieser Stelle immer, wie schnell das Video gerade abläuft. Ich vertone das Ganze ja nach, anders geht es ja gar nicht. Wenn ich das mit höherer Geschwindigkeit laufen lassen würde, würde ich ja klingen wie Mickey Mouse und das Ganze viel, viel schneller. Deswegen habe ich das dann immer oben eingeblendet, wie schnell das Video in dem Moment läuft. Wenn natürlich ein Bild ist, wie eben, da braucht man ja nicht schneller drehen. Hier sehen wir, das Ganze ist überhaupt 5-mal so schnell, wie ich das da in Wirklichkeit gemacht habe. Einfach aus dem Grund, das wird furchtbar langweilig. Wenn ich das normaler Geschwindigkeit ablaufen lasse, das kann ich keinen antun. Das will ich mir nicht antun, das will ich euch nicht antun, das möchte ich einfach nicht. Deswegen wird das schneller abgespielt. Und ich schwatze den Text halt zum Schluss drauf. Das finde ich alles gar nicht weiter schlimm. Es geht ja um den Bau der Bahn. Ja, hier baue ich jetzt für den oberen Bereich, wo jetzt der Keil reingeklebt worden ist, sehen wir ganz gut jetzt hier, was als nächstes kommt. Denn die Korkauflage, die leichten Unebenheiten, die man jetzt hier in der Bahn oder in der Strecke, in dem Track noch sieht, das wird ja durch die Korkauflage negiert irgendwo. Und wird dann entsprechend auch glatt. Hier jetzt, wo der Korkkleber aufgetragen wird, da sehen wir die kleinen Huckel noch mal drin. Ich habe das wieder mit dem Bandschleifer alles schön glatt geschliffen. Auch du kriegst das ja nicht wirklich 100%. Dazu müsste ich ja hier auf der Bahn schleifen. Und das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Also werde ich das mal außerhalb in meiner Werkstatt schleifen. Und das dann hier rüberbringen und dann da entsprechend aufsetzen. Aber es läuft gut. Die Bahn, das werden wir zum Schluss sehen, die funktionieren super jetzt hier. Das heißt, die durchdrehten Rädchen. Der Dampflok, was wir neulich gesehen hatten, was ich übrigens ganz witzig fand. Ich fand das nicht mal so schlimm, ja. Aber man weiß ja nicht, wie sich das Ganze mal auswirkt später. Wie gesagt, da hatte ich ja den sehr netten Kommentar dazu bekommen, dass das Ganze da vielleicht Problemchen geben könnte. Das ist mir durchaus bewusst und deswegen habe ich natürlich auch schon angegangen, das Problem. Und das bleibt natürlich nicht so. Jetzt läuft es übrigens sehr, sehr sauber, weil meine Loks haben keine Haftreifen drunter. Das heißt, die haben keinen Gummiüberzug drüber. Das heißt, die können dann durchaus durchdrehen. Aber gut, machen Sie jetzt nicht mehr, das funktioniert recht gut. Ich hoffe, dass das später mal bei dem Gleiswendel, den ich in den Schrank eingebaut habe, das war glaube ich das Video 2, dass es da besser, oder nicht besser, es funktioniert ja recht gut, dass es eben dort gut funktionieren wird. Aber das werden wir sehen, was da die Praxis zeigt, wenn wir angekommen sind am Einbinden des Gleiswendels-Schrankwendels. Aber das dauert ja wahrscheinlich noch immer da ein Stückchen irgendwo. Rangekommen oder rankommen an diesen Part dann hier. Ne? Ja, jetzt mache ich das hier wieder fest. Ich klebe das ja alles. Ich mache ja keine Gleisnägel oder sowas und deswegen kommen jetzt hier die Klemmen da oben drauf. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen für manche abenteuerlich aus, funktioniert aber sehr gut. Also, wenn ich nachher abmache, ist das wirklich gerade. Da muss ich auch sagen, Respekt an die Gleise von Märklin. Also, die verzeihen einen so manchen Fehler, den man macht, ne? Also mit so einer Klemme hier drauf, so zack, und die bleiben immer noch gerade. Also ich habe echt kein Problem. Und na gut, der Kleber und der Kork, das tut das Seinige noch dazu, dass das Ganze sich auch wieder, wenn man die Zwingen löst, wieder entspannt und dann ist das schön gerade. Also ich habe da echt keine Probleme. Ich fahre da mit der Hand immer mal so drüber oder lege da mal so ein kleines Blechli, so ein Stahllineal auf. Klappt super. Ja, jetzt sind wir hier an dem unteren Teil hinten, wo die Strecke ja schräg runterführen soll, um dann in den mittleren Bereich reinzufahren. Das heißt, hier davor wird ja irgendwo eine Art Bahnhof hinkommen später.
Und da geht ja die schräge Strecke so in die Bahn rein, mehr oder weniger, während der obere Teil, den wir im Hintergrund immer sehen, hier wo jetzt die Doppelgleise hinten liegen, die bleiben ja nicht, ist ja klar, ist ja bloß das Gleis von hier unten, der führt ja später in den Gleiswendel rein. Hier trage ich den Kleber wieder auf und nehme das Lineal als Anlage für das Gleis, dass ich schön gerade vorliege. Einfach wirklich aus dem Grund, wenn man das nicht macht, ich sehe meine Bahn fast immer nur von vorne. Wer sich an das erste und zweite Video erinnert, vielleicht mache ich später sowieso mal ein bisschen bessere Aufnahmen rein, dass ich ja die Anlage mehr von vorne sehe als von allen Seiten. Deswegen hat die auch die verschiedenen Ebenen, dass ich dann, wenn ich reingucke, auch so die Ebenen ein bisschen sehen kann. Und da sieht man nicht, wenn ein Gleis mal so einen Schlenker drin hat. Ja? Und deswegen lege ich immer ganz gerne so ein Lineal rein. Das ist ja lang hier mal 75 cm. Das macht sich ganz gut, dass das halbwegs gerade ist. Wieder 100% gerade möchte ich sowieso nicht haben. Ich meine, die Bahn in Natur hat auch nicht immer 100% gerade Gleise. Was ja nicht bedeutet, dass ich hier anfangen will, jetzt mit Schludern und alles krumm und schief verlegen werde. Aber ich nehme jetzt mal einen kleinen Bogen oder einen Schlenker und nicht so ernst. Wie gesagt, das hat man in Natur ja auch. Das werdet ihr wahrscheinlich selber alle wissen. Und von der Seite her passt das schon. Ja, hier hinten mache ich jetzt die Kurve, den Kurvenbereich. Da werde ich übrigens die Gleise noch nicht befestigen. Die werden dort noch lose liegen, auch wenn ich den Rest alles festmache. Hier haben wir gerade 5-fache Geschwindigkeit übrigens vom Video her. Und das mache ich nicht fest, weil die Weiche, die da hinten eingebracht wird, die Kurvenweiche, die bekommt ja einen Unterflurantrieb. Das mache ich dann im separaten Video mal dazu. Und da ist das dann entsprechend, hier kommt den Hinweis, komme ich gleich mal zu sprechen. Deswegen muss ich es oben locker lassen, sonst komme ich ja an die Weiche nicht mehr richtig ran, wenn dann alles verklebt ist. Das wäre ja Quatsch, deswegen bleibt das oben locker. Ja, hier hatte ich jetzt eben geschrieben, dass das der Teil mit dem Verlöten der Kabel an dem Stromanschluss hier ein separates Video wird. Ja, das mache ich deswegen, weil viele von euch werden das selber kennen, selber so praktizieren. Aber es gibt auch genug, die das nicht wissen, das weiß ich, da wurde ich auch schon angesprochen hin. Deswegen mache ich das in einem separaten Video. Wer sich angucken möchte, kann das gerne tun. Da freue ich mich natürlich drüber. Und wer das nicht will, da braucht es halt nicht angucken. Deswegen habe ich es jetzt hier rausgenommen, weil das waren auch so nochmal 7, 8 bis 10 Minuten. Und das möchte ich einfach jetzt hier auch nicht mit 5-facher Geschwindigkeit machen. Das mache ich wieder separat. Und dann passt das Ganze irgendwo schon. Ja, hier sehen wir, wie ich das Ganze eingebunden habe. Dann wird das wieder mit den Klammern festgedrückt. Hier habe ich übrigens das Lineal draufgelegt auf die Gleise, da wo ich die Möglichkeit habe. Keine Sorge, die Spanne, Spange hinten und vorne, die sind nur sehr, sehr locker drauf. Also ich quetsche die Gleise hier nicht in den Kork rein. Und ja, hier das Lineal wieder ran gemacht, sodass eben alles schön gerade ist, auch gleichmäßig angedrückt wird, dann passt das schon. Hier mache ich jetzt unten das Kabel noch fest, da mache ich wie so einen kleinen Art Schleifenknoten nochmal rein, dann kommt da unten drunter dann ein Klebekabelhalter, sage ich immer, das heißen die glaube ich sogar. Und da wurde das dann festgemacht, das Kabel runtergelegt und dann wurde das Ganze danach angeschlossen. Wir sind ein bisschen raus aus dem Video, da habe ich es reingedreht, genau. Ich werde das Ganze jetzt mit einer Lüsterklemme verbinden. Ich habe das mit Vago-Klemmen probiert und mit anderen, da haben wir es ja gerade gesehen. Deswegen Lüsterklemme, weil es ließ sich einfach sauberer verbinden. Das bleibt natürlich nicht. Wie gesagt, das wird alles ordentlich verlötet. Da kommen teilweise kleine Lötplatinen irgendwo hin, wo das dann drauf geht und dann wird es verteilt. Also das bleibt nicht mit Lüsterklemmen, aber irgendwie muss ich es ja jetzt hier zum Testen machen. Ja, hier ist jetzt schon der Testaufbau soweit fertig. Was heißt Testaufbau? Ist es ja gar nicht. Die sind ja schon verlegt, die Gleise jetzt. Und jetzt sehen wir hier, dass die Bahn wirklich sauber hier hochläuft. Also das ist, ja, bin ich zufrieden mit. Ist auch keine große Unebenheit. Wenn wirklich mal, ich achte ja im Grunde genommen sehr darauf, dass die Gleisstöße sehr sauber liegen können oder liegen. Aber wenn es wirklich mal ist, ich habe auch schon die Möglichkeit genommen, dass ich sogar mal mit dem Lötkolben angesetzt habe und ein bisschen Lötzinn dann in die Verbinder reingebracht habe. Obwohl ich ja immer auch die Verbindungslaschen neu mache, sofern notwendig bei den Gleisen, weil das sind ja Gleise, die ich schon benutzt hatte. Mitunter tausche ich da auch die Verbindungslaschen aus, das heißt, dass die ganz sauber miteinander verbunden sind und keine, die also wackelig sind und aufgebogen sind, die nehme ich alle raus. Ich habe ja noch genug liegen, das passt schon. Ja, meine Freunde, das war es im Grunde genommen schon. Jetzt sehen wir nochmal die Rückwärtsfahrt. Also kein rückwärts laufendes Video, sondern tatsächlich die Rückwärtsfahrt. Klappt super, kann ich mich echt nicht beschweren. Dafür, dass sogar in der Kurve oben das Gleis noch relativ locker liegt, kann ich echt nichts sagen. Also läuft wirklich super.
Und ich sag mal so, freut euch mal auf die nächsten Teile. Ich habe sehr, sehr viele Pläne noch im Kopf. Das kommt also jetzt alles so nach und nach rein, wie ich Lust und Laune habe. Auf den Feiertag gestern ging es ja auch ganz gut. Und ja, hier stehen wir es gerade. Wer mich noch nicht abonniert hat, macht es doch bitte. Ich freue mich drüber, wenn Abonnenten da sind, wenn Kommentare reinkommen. Wer mich abonniert hat, klickt auf die Glocke drauf, dann seht ihr, wenn neue Videos kommen. Und ich freue mich über jede Art von Reaktion. Das wisst ihr, positiv oder negativ, das sei jedem überlassen. Und dann sage ich, macht's schön gut, bis zum nächsten Mal, euer Aquapainter. Ciao.